Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Stadtgeschichten ist eine Produktion der Staufer Festspiele Göppingen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende aus der Region zu Wort kommen zu lassen und über ihre aktuelle Situation zu berichten. Zudem treffen wir uns mit Menschen aus Göppingen, die im sozialen Bereich tätig sind und ihre spannenden Projekte bei uns vorstellen. Stadtgeschichten. Heute mit Unser Landkreis. Schön, dass Sie mit Ihren Kindern hier wohnen. Kleine Kinder sind eine wunderbare, aber auch eine große Aufgabe. Die frühen Hilfen im Landkreis Göppingen wollen Ihnen dabei von Anfang an in vielen Bereichen zur Seite stehen. Hallo, guten Tag, liebe Autokinobesucher. Herzlich willkommen bei den Staufer-Festspielen. Ich begrüße heute bei unseren Stadtgeschichten Vanessa Thierer vom Kreisjugendamt in Göppingen. Sie ist Netzwerkkoordinatorin der frühen Hilfen. Wir haben gerade einen kurzen Trailer darüber gesehen. Hallo, guten Tag, Frau Thierer. Hallo. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Was verbirgt sich denn hinter den frühen Hilfen? Die frühen Hilfen sind eine Anlaufstelle mit Angeboten für werdende Eltern, für alle werdenden Eltern und für Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren. Und sie helfen, wenn Eltern sich während der Schwangerschaft oder nach der Geburt eines Kindes unsicher fühlen, wenn sie sich im Alltag mit dem Kind gestresst fühlen, erschöpft fühlen und allgemein Fragen und Unsicherheiten haben. Wie helfen denn die frühen Hilfen? Unser Anliegen ist es, Familien und vor allem Familien in besonderen Lebenslagen, in schwierigen Lebenssituationen frühzeitig zu unterstützen und somit auch ein gesundes Aufwachsen für Kinder zu fördern. Und wir beraten diesbezüglich die Eltern, aber auch Fachpersonen, die mit den Familien in Kontakt stehen und beraten die Familien, die Eltern auch in Themen um Erziehung, Beziehung mit dem Kind, aber wollen auch allgemeine für Familien wichtige Informationen weitergeben, was wir aktuell zum Beispiel mit unserem Familienhandbuch tun. Das ist ein toller Wegweiser für Familien, welcher ja, allgemeine Themen, familienunterstützende Angebote, die es hier im Landkreis gibt, aufzeigt, aber auch Themen wie zum Beispiel finanzielle Bereiche, Kindergeld, Unterhalt, Elterngeld. Und wir verschicken dieses Handbuch an alle Familien, die hier im Landkreis wohnen, nach der Geburt eines Kindes. Das heißt, diese Broschüre, die bekommen die jungen Familien automatisch zugeschickt, sobald die Stadt Göppingen weiß, dass ein Kind geboren wurde? Der Landkreis Göppingen, ja. Wir sind ja nicht nur für die Stadt Göppingen zuständig, sondern für den ganzen Landkreis. Aber ja, jede Familie hier im Landkreis bekommt dieses Handbuch dann nach der Geburt eines Kindes zugeschickt. Wir würden es gern bereits den Schwangeren zur Verfügung stellen, weil man in dieser Zeit noch die Zeit hat, um auch mal einen Blick reinzuwerfen. Datenschutzrechtlich ist uns das leider nicht möglich. Wir können es erst nach der Geburt versenden. Aber auch dann ist es noch ein sehr wertvolles Handbuch, ein sehr wertvoller Wegweiser für die Eltern. Haben uns aber natürlich Gedanken gemacht und jede Familie, jedes Elternpaar kann natürlich schon während der Schwangerschaft dieses Buch erhalten, wenn man direkt bei uns anfragt oder auch auf unserer Homepage sich das Handbuch im PDF-Format downloadet. Ah, okay, sehr schön, prima. Welche Angebote gibt es denn? Neben Angeboten wie diesem, also allgemein informativen Angeboten, haben wir auch Hilfen, die zu den Familien nach Hause kommen. Hier zu nennen ist zum Beispiel die Unterstützung durch eine Familienhebamme oder eine Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, ist ein sehr schwieriges Wort. Und diese Gesundheitsfachkräfte unterstützen und begleiten die Familien dann auch, vor allem Familien in besonderen Lebenslagen, beispielsweise Familien mit Mehrlingskindern, Familien mit Problemen in der Erziehung, Beziehung mit dem Kind. Es sind wirklich, ist eine tolle Unterstützung vor Ort, ja, im Alltag, in der Beziehung mit dem Kind. Und die Familienhebammen und die Familienkinderkrankenschwestern begleiten dann auch bei allen Sorgen, bei allen Ängsten, helfen bei Fragen, bei Unsicherheiten.
Ein weiteres Angebot ist auch eine Unterstützung durch ehrenamtliche Familienpatinnen und Familienpaten, die dann auch zu der Familie nach Hause kommen, um dann mit dem Kind zu spielen oder gemeinsam spazieren zu gehen oder beim Arztbesuch zu begleiten. Und dieses Angebot ist auch ähnlich dem Angebot Welcome und ist ja auch eine tolle Unterstützung und eine Entlastung vor allem für die Familien, für die Eltern im Alltag. Und alle Angebote sind bei uns grundsätzlich freiwillig für die Familien und auch kostenfrei. Das ist ja ein sehr tolles Angebot, das das Kreisjugendamt an dieser Stelle bietet. Ja. Zu dem Thema Welcome oder das Welcome-Angebot kann ich den Zuschauern an dieser Stelle nochmal sagen, dass sie nähere Informationen und das gesamte Video auf dem YouTube-Kanal der Stauferfestspiele finden. Was passiert denn eigentlich, wenn Sie eine Anfrage bekommen und Sie haben gar kein passendes Angebot? Sollte dies der Fall sein und unsere Angebote für Familien nicht passen oder ausreichen, nicht passend sein, dann ist es uns natürlich wichtig, dass wir die Familie, die Eltern trotzdem informieren über Angebote, die es hier im Landkreis gibt, die passend wären und dann auch direkt an die entsprechende jeweilige Ansprechperson vermitteln. Und ja, diesbezüglich wird auch, denke ich, ersichtlich, wie wichtig die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen für uns ist, für unsere Arbeit ist und vor allem für eine passgenaue Unterstützung für die Eltern. Wir arbeiten diesbezüglich eng mit Schwangerschafts-, Familienberatungsstellen zusammen, auch mit den Häusern der Familie hier im Landkreis oder den Familientreffs oder auch der Klinik, Ärzten, Frühförderstellen sind alles wichtige Partner für uns. Und im Endeffekt sind die frühen Hilfen ein großes Netzwerk an vielfältigen Angeboten für Familien aus unterschiedlichsten Einrichtungen und Fachbereichen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview, Frau Thiere. Danke Ihnen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dem folgenden Film.